was bisher geschah. Unsere beiden tapferen Helden, Garisto und Rakan, aktivierten das letzte Mal ihr eigenes Portal, doch in dem Schimmer konnten sie klar und deutlich sehen, dass es da weiterging. Doch wohin konnten sie nicht erblicken. So beschlossen sie gemeinsam, das Portal zu betreten. Doch was sie nie gedacht hätten, ist, dass sie in einer warm, heiß schwitzenden Wüste auftauchten. Trotz aller Hitze glaubten sie nicht, dass sie noch weiterkommen, aber man beschloss, tapfer die neuen Gegner, Monster zu erobern, die neuen Ebenen zu erklimmen und schauen, was sie dabei noch weiterfinden konnten. Mann, was war das für eine Reise, Rakan? Absolut Wahnsinn. Von einem Ort zum anderen, von hier nach da und wir sind immer noch hier. Das hat sich wie eine unendliche Reise eben angefühlt. Wir waren so lange da drin, in den Sprung. Ich glaube, das geht gar nicht. Wir werden auch noch lange hier bleiben. Ja, ich auch. Übrigens ist oben eine Quest bei mir aufgetaucht, bei dir wahrscheinlich auch. Ja, bei mir ist sie links, seitlich. Ja. Ich würde sagen, ich lese sie auch mal vor. Hier stirbt der Junker. Die gefallenen Junker lassen zurzeit spezielle Zutaten fallen. Verwende sie, um einen Trank der Flinkheit 2 herzustellen. Trank der Flinkheit 2? Das könnte uns vielleicht helfen. Ist das eigentlich nicht immer dem Magier vorbehalten? Ich glaube, sowas können wir auch. Weil, wenn man dich so anguckt, bist du halt so der... Der aus dem Wald kommt, ja. Ja, der Waldläufer, der aus dem Wald kommt. Und ich glaube nicht, dass ich das irgendwie hinkriege, aber man sagt ja nicht, dafür gibt es ja Bücher. Das stimmt. Da könnte ich mich wieder die Nächte mit rumreißen, wenn wir wieder bei uns zu Hause sind. Ja. Und ich sehe gerade auch, wer die gefallenen Junker sind. Da vorne sind sie. Und sie sind nicht alleine. Die rumlaufen. Sie sind nicht alleine. Wollen wir mal die Welt hier ein bisschen erkunden? Ich würde sagen, sollen wir... Was ist das? Ist das Kohle oder was ist das? Das könnte Kohle sein. Wir schauen. Jo, es ist Kohle. Okay. Können wir das auch für was gebrauchen, ne? Ich habe unseren Ofen mit. Wir können das mitnehmen. Ich habe meine Werkbank auch damit. Wir nehmen es einfach mit. Es kann nicht schaden. Ich habe genug Taschen noch frei. Bin der Meinung, ich habe auch ein Rezept gesehen, halt. Mit Kohle und mit dem Kupfer. Hier haben wir noch mehr. Versuch alles mitzunehmen, was wir können. Vorsichtig. Ja. Ich hätte hier noch ein bisschen Holz mit. Oh, ein gefallener Junker. Vorsichtig, ein Junker. Ja. Oh, ich bin hier gefangen. So. Die halten nicht wirklich viel aus. Das ist ein Vorteil für uns. Oh. Ich werde hier mal ein bisschen aufräumen. Sozusagen. Aufräumen. Schauen, dass ich nicht dabei sterbe. Bei mir geht das gerade mit nicht sterben, deswegen. Diesmal habe ich keinen Schaden genommen. Wie in der anderen Welt. Hier vorne ist ein verlassenes Haus. Vorsichtig. Hier ist noch mehr Kohle. Die baue ich mal noch ein bisschen ab. Mach du. Pass auf, wenn du kämpfst. Ah, dafür bin ich den einen Schritt überlegen. Okay. So. Gut. Perfekt. Du meinst das zerstörte Haus hier? Ja. Das können ja nur die Monster gewesen sein. Oder vielleicht auch ein Sturm, der hier drüber zog. Über die ganze Welt. Weil wenn ich mir das so anschaue... Das kann auch sein, dass das halt alles vom Sturm und von dem... Da unten ist ein Keller. Gegner, im Fall, wo hier geht's runter. Da ist jemand. Da ist jemand. Hallo? Okay. Hallo, wer bist du? Wer ist der Mann? Psst. Ja? Mein heutiges Angebot an Waren ist ein echter Knaller. Ich liebe den Geruch von Sprengstoff am Morgen. Oh. Sagt Rayzo. Handeln, was hast du denn? Mini-Bombe? Sprengbombe?
TNT und Rakete. Oh, der Mann, der mich versteht. Uiuiui, 147 habe ich. Oh, TNT ist aber teuer. Aber du hast irgendwie unendlich davon, kann das sein? Wo das Unendlichkeitszeichen da dran ist. Scorta di Razor. Oder Razor? Ich weiß nicht, ich guck gerade in seine Schränke rein. Achso, also ein bisschen plündern würde ich sagen. Ich plündere nicht, ich beobachte nur. Okay. Ich hole mir mal das Der noch. hat es aber sehr, sehr gemütlich hier. Rucksack ist frei. Ach, wir können auch verkaufen, sehe ich gerade. Nur wir können auch viel, viel behalten. Ja, Frage ist, was kann ich verkaufen von den Sachen, die ich vielleicht nicht brauche, ist noch. Weil mein Rucksack ist schon voll. Schau dich ruhig um. Wir sollten uns auch bald irgendwo niederlegen. Käfig ist Möbel. 22 bringt das. Schau dich noch ein bisschen um. Ich guck mich oben ein Ich bisschen sehe um. gerade, ich habe ein gelbes Portalfragment gefunden. Von denen habe ich auch zwei. Sesaphirstaub 40. Trank der Flinkheit 2. Oh, davon sprach doch die Quest. Ja, ich habe gerade das Rezept gesehen in meinem Inventar. Von, ich sag mal so, ich verkaufe einfach mal die ganze Erde, die ich habe. Weil Oh, das bleib schön kriegen wir da. sowieso. Bleib schön da, mein Freund. Ja, super. Oh, ich habe auch, so wie es aussieht, geht Holz 50 stackbar. Und davon habe ich 3 Stacks. Aber das können wir eventuell Ich sag mal gebrauchen. so, wir können Bäume fällen. Ich brauche Platz. Verkaufe ich 2 Stacks davon. Was wollen wir eigentlich hier gleich noch machen? Bevor wir uns. Da ist noch jemand. Hallo? Nick der Okay. Jäger. Tschüss, Renzo. Er möchte nur plaudern. Ich komme mal nach oben. Wir sollen ihm helfen. Wen? Nick den Jäger hier vorne. Warte. Sprichst du Sollen wir. gerade mit ihm? Ja. Sollen wir ihm helfen? Weil er nicht mit mir reden will. Wir helfen ihnen einfach. Vielleicht hilft er uns auch. Schau. Wir sollen drei Er von diesen. besiegelt 3 wankende Blüten. Ja, ich glaube, das waren diese großen Das sind Pflanzen. diese komischen Monsterblüten, die ich schon gesehen habe. Sollen wir uns mal umschauen, ob wir noch mehr von denen finden? Vielleicht hat Nick was für uns, was uns weiterhelfen kann. Oh. Schauen wir mal. Ich guck mal, hier ist Noch auch ein noch jemand Haus. drin. Hallo? Karl-Heinz, runter von meinem Rasen. Ein alter Mann, so wie wir es von überall kennen, dass er sagt, geh runter von meinem Rasen. Wir waren noch nicht Was auf seinem sagt er noch? Rasen. Nach dem Bruch hatte ich endlich meine Ruhe. Naja, bis du hier plötzlich aufgetaucht bist. Ey, der beleidigt mich einfach. Was ist das für ein Arsch? Ich glaube, der möchte Das nicht, dass wir da war sind. traurig. Komm, wir Wir sind gehen. neu hier und dann werden wir gleich so beleidigt. Komm, wir gehen lieber von ihm weg. Ja. Der ist doof. Tschüss. Hier ist noch so ein zerstörtes Haus. Hier ist echt alles kaputt. Nur er war ziemlich verschont geblieben. Was haben wir hier noch? Eine Steinmauer. Ah, ich habe Ich noch höre ein was. Portal hier unten gefunden. Ja, Caruso? Ja. Ich habe ein kleines Problem. Was hast du? Ich bin hier unten. Und mir geht's Gott sei Dank gut. Du sollst auch nicht überall runterspringen, so wollentlich. Ja, ich hab's nicht gesehen. Das sagst du immer. Schau da vorne, was ich Womit gefunden habe. bist du extra runtergesprungen? Ich hab da jemanden Was ich gefunden. hier noch gefunden habe. Hallo. Oh, Vorsicht, Vorsicht, eine Giftmale. Ich sehe es. Alles gut. Junker, Junker, Junker.
Ey, wie flink ist das Skelett eigentlich? Sehr anscheinend. Ich bin aber bei dir. Kein Problem. Jetzt habe ich auch so mal Schaden genommen. Und damit kann ich neu skillen. Hier ist noch eine. Ich schau mal ganz kurz. Eine komische Ecke. Die Skillung. Talente, ich bin Stufe 5. Auge um das Auge. Habe ich auch schon geschafft. Kommandant. Auge um Auge. Nach erhaltenen Schaden gibt es eine 30%ige Chance, den Schaden von ihrem nächsten Angriff um 30% zu erhöhen. Befestigung. Nach 5 Sekunden Stillstehen erhöht sich deine Lebensregeneration drastisch. Kommandant, du und alle Spieler in einem 5 Meter Umkreis von dir teilen 15% mehr Schaden aus. Ich würde sagen, ich mache auf Kommandant. Kommandant. Da ich auch Tank bin. Kommandant Charisma. Man ja schon so gemerkt hat. Meine Agilität haue ich hoch. Und hier ist viel, viel Wasser. Dann wirst du jetzt auch mehr Schaden mitmachen. Und ich habe mich dazu entschlossen, wenn ich mich nicht bewege, mehr Schaden zu machen. Das könnte uns auch sehr gut helfen. Ja, das ist auch gut, aber das stimmt. Vorsicht! Weich nicht aus, die Welt ist bald zu Ende. Ja, ich hab's gesehen. Okay, also der Schaden, der geht echt schneller schon. Ich bleib auch schön weit hinten. Das hilft mir absolut viel, viel mehr. Ja. Ich kann dir von hier aus noch sehr gut helfen. Das ist gut. Passt schon. Ich werde auch nicht unser Nick nicht vernachlässigen. Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen umschauen, dass wir ihm noch helfen. Lass uns mal hier reingehen. Eine Tür? Und gucken, was hier ist. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Hallo? Also nach unten geht es auf jeden Fall nicht. Nee. Sehr vorsichtig, nicht dass da oben. Ja, jemand ist. Oh. Hier oben ist eine Truhe. 9 Kofferplatten habe ich gefunden, da drin. Dass ich nicht mitnehmen konnte. Ich schau, ob ich hier oben vielleicht so eine Pflanze entdecken kann. Von da? Von hier oben kann ich gar nicht sehen, ob hier jemand ist. Irgendwie nicht. Ich würde aber unseren Nick gern helfen. Oh, geht das tief runter. Sehr sogar. Lass uns lieber den normalen Weg runternehmen. Ich schau mich noch ein bisschen hier um. Da können wir nicht weiter, da geht's nicht runter, leider. Ja. Schon gesehen eben. Vorne ist noch ein Haus. Ist da unser Karl-Heinz? Da ist der Karl-Heinz drin gewesen. Zu dem möchte ich nicht mehr. Der war sehr, sehr unfreundlich. Nein, das ist jemand anders. Sicher? Karl-Heinz war da hinten. Irgendwo. Nein, das ist glaube ich unser Karl-Heinz. Fein. Sind Quallen unter Wasser. Vorsicht mit dir. Ich sterb gleich. Christo, sei vorsichtig. Ich sterb gleich halt. Bin gleich tot. Hilfe. Ich komme hier auch nirgends raus. Jetzt bin ich raus. Das war knapp. Ich hab mich mal unser kleines Problem gekümmert. Du sollst doch nicht reinspringen. Boah, du hast sie gerade getötet. Ich kümmere mich unter unser kleines Problem. Nimm mich mal. Ich muss was essen. Und Heiltrank habe ich ihm auch genommen. Scheint. Das ist Karl-Heinz. Da ist er wieder. Karl-Heinz, wo bist du hergekommen? Nee, der sagt aber was anderes. Vielleicht gibt es hier noch einen Karl-Heinz. Vielleicht ist der sehr verwirrend. Nach dem Bruch hatte ich endlich meine Ruhe. Naja, bis du hier plötzlich aufgetaucht bist. Aber er ist genauso gemein. Wie der andere Karl-Heinz. Sehr, sehr komisch. Das ist Karl-Heinz der Zweite jetzt, würde ich sagen. Oh, oh, oh. Mit Beinen habe ich nicht gerechnet. Hast du nicht? Nein.
weg war. Perfekt. Kehre zu Nick zurück. Das werde ich mir versuchen, wenn ich nicht hier Ui. immer wieder freundliche Überraschung hätte. Ja. Hast du was entdeckt? Nein, aber ich habe gerade mal meinen Sprengstoff ausprobiert. Das habe ich gemacht. Deswegen Ich diese habe laute schön. Explosion vom Weiten. Genau. Ich raste mal zusammen, Nick. Eisrose habe ich gerade gekriegt. Nick. Oh, das sollte reichen. Jetzt können sich alle ein bisschen sicher fühlen. Das ist doch gut. Oh, Rucksack voll. Ich habe zweimal aber so ein Rezept bekommen, halt mit Flinkheitstrank. Was brauche ich Neues denn? Rezept, Trank der Flinkheit. Hallo Nick. Das zweite kann ich nicht lernen, das staubt nur mein Inventar zu. Und Danke dann wird Nick. mein Inventar zu. Heyo. Er gab mir eine Trophäe für unsere Arbeit mit. Trophäe eine gefallenen Ja. Möbelstück haben wir Nein, bekommen. ich habe eine Trophäe einer Blüte. Was ist das hier eigentlich? Oh, ich würde mich da nicht so Irgendwie geht das da runter. gern rantrauen, aber hast Wow. du gerade versucht? Ich habe nur das kaputt gemacht. Ich hab's gemerkt. Das Ein geht bisschen, das war Wurfsprengstoff. Ich sehr, muss das ja sehr tief nach unten. mal testen, Du musst da was testen. Aber doch nicht, wenn ich in der ne? Nähe bin. Ich dachte, man kann das hinsetzen. Entschuldige, Tracker. Aber Das andere war Giftsprengbombe, die ich auch geworfen ich habe. hab's gemerkt. Ne, die habe ich nicht zu dir geworfen, das war eine normale. Vorsicht. Wie schaut jetzt unser Plan aus? Wir können nicht immer von einem Ort zum anderen reisen. Wir haben keinen Ort, wo wir Ich uns sicher würde fühlen können. halt sagen, das ist besser als das erste Gebiet, wo wir waren, dass wir hier bleiben und uns irgendwie ein Haus aussuchen, gucken, was Und denn mit am seiner. besten ist und dann da unser Lager aufschlagen. Ich schließe mich deiner Meinung an. Nur wo ist die beste Option? Wir schauen, ich glaube gesehen zu haben, dass wir hier noch ein paar Häuser rumstehen haben. Auch ein, da war halt auch eins mit Getreide. Da vorne, Feld. da vorne, da Hier vorne. vorne. Sei vorsichtig. Die Nacht ist Ja, ich habe schon eingebrochen. gesehen. Und wir wissen, was die Nacht für Einfach uns weg. heißt. Einfach weg geht leider nicht. Meine Sucht nach allem mitzunehmen ist leider immer noch da. Oh, hier kann man rein. Jetzt mal Licht. Also es scheint auf jeden Fall sicherer zu sein. Und ich nehme wieder alles mit hier drin. Erstmal. Ich leuchte ein bisschen hier aus für uns. Und bevor wir auch Ich habe eh wieder hier das nicht. Levelaufstiegsgeräusch gehört. Ja, Hast da. du dich weiter erkundet? Genau, ich habe mich weiter erkundet. Oder wie soll Wir. man das nennen? Ich weiß es nicht, wie wir das hier nennen können. Also. Ich glaube, wir Oh. steigen mittlerweile sehr, sehr schnell auf dadurch. Komm mal runter. Ich habe was gefunden. Das wäre doch Ist schön hier für uns hier. ein Siehst du Ding? diese Wand hier? Die ist mir auch Das sieht aufgefallen. aus, als ob das nur zugemauert ist. Mag da jemand versteckt sein? Ja, Es ist ist was. da ist eine Truhe hinter. Da ist was. Was haben wir hier? Eine Rakete. Und. Kofferplatten, Heiltrank, Windsteinblock, glaube ich, habe ich gerade aufgesammelt. Und Und Schätze. Schuppen. Oh! Schon Ich wieder. bin auch. Eine sehr, sehr. Und kann neue. Kann mich weiterentwickeln jetzt wieder. Du hast recht. Ich mach mal meine Ich habe auf Stärke. jeden Fall. Und einen Das scheint Ausdauer rein. schon sehr, sehr zu helfen. Ja. Ich gucke
guck gerade, ob wir noch hier ein Hatte bisschen was vorher finden. schon, besonders mit meiner Bewegung, war ich ein bisschen schneller. So, ich glaube, das scheint für uns ein sehr, sehr sicherer Ort zu sein, besonders was du hier Ja, gefunden hast. besonders weil wir auch Nahrung oben schon angebaut haben. Hier haben wir Das eine ist absolut Kiste, die perfekt. ist wahrscheinlich leer. Zur Feier des Tages, Garisto. Feuer des Tages hat er Ich sich eine heb ab. Rakete gekauft. Ich hatte mir keine gekauft. Ich habe die gefunden da unten drinne. Die war Ach da einfach so. drinne. Ah. Auf jeden Fall mag der Mann tolle Sachen, die ich auch mag. Wir müssen auf jeden Fall nochmal wieder zum Händler zurückgehen. Ich muss dann auch noch ein paar Sachen verkaufen. Trau dich, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Ich richte uns schon mal ein bisschen was hier ein. Wir sollten ja nicht ohne losgehen. Wie sieht das von draußen denn aus, dieser Anbau hier? Guck dich ein bisschen um. Pass aber auf, dass du nicht da Wollen wir, Überraschungen kriegst. Frage ist, wollen wir den Anbau hier erweitern, dass wir einen größeren Raum haben? Würde ich sagen. Weil dann kann man hier nämlich, ich sag mal so, Tür raus machen. Und einen freien Eingang gewähren. Ja. Tob dich aus. Ich glaube, der kommt hier nie wieder. Ne, glaube ich auch. Also das beim nächsten Sturm ist das Dach weg. Ich werde mal hier schauen. Der Ofen, ja. Deswegen den Ofen und Der die Ofen heizt sich Werkbank, die gerade werden sehr wir ein. halt auch nochmal umsetzen. Ich werde das hier wirklich Vorsichtig! ein bisschen größer machen. Ich habe der Werkbank gerade geholfen. Der Ich scheine was? das jetzt ein bisschen mehr zu können. Die Werkbank. Okay. Sie. Ich habe ein Würde ich bisschen wahrscheinlich dann auch nochmal machen. Kupfer und Holz dazugegeben und schon konnte die Werkbank mehr. Ja. Das ist absolut So. wunderbar. Ich hänge mal unsere Trophäen hier ein bisschen auf. Sind sie Erstmal be eine Fackel Oh, draußen die sieht anbringen, schön dass wir ein aus. bisschen Licht draußen haben. Die hätte ich gern über den Kamin. Das war meine letzte. Ich würde sagen, ich verkleinere das Feld hier draußen auch nochmal. Wir müssen nur, dass wir für uns auch was haben. Denkt da dran. Das wird nur minimal verkleinert. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen hier Garisto, halt eine größere Fläche, ich wollte mich um meine finde ich. Fähigkeiten ein bisschen kümmern. Darf ich mir irgendwo was hier aufstellen? Ich wollte gerade halt den hinteren Raum fertig machen gerade. Vielleicht stelle ich mir das hier auch um die Ecke auf. Aber das Setzen, das ist auch schön, wie schnell das geht. Ich hätte gern meine Zielscheibe, wo darf ich die denn aufstellen? Stell die doch sonst draußen irgendwo auf. Ich könnte auf jeden Fall üben von hier aus. Sehr sogar. Vom Bett aus. Okay. Nur, sie kann nur mehr als das. Du machst auch nur Blödsinn. Ich mache immer gern Blödsinn. Dafür wurde ich geboren. Ja. Dafür bist du so geboren, nur Blödsinn zu Nur bauen. Blödsinn zu machen. Vielleicht ist das halt unser Karma gewesen, dass wir auch direkt deswegen hier gelandet sind. Durch unseren Blödsinn. Nein. Ich glaube auch nicht, wir waren die nettesten Menschen, die wir jemals hatten. Nee. Wir meckern zu viel und alles. Da dachte der wirklich, das kann man wahrscheinlich. Nö, das war's Das für euch. war's für euch beiden. Das kriegt ihr wieder. Das kriegt ihr so richtig schön zurück. Gewöhnliches Harz. Wo krieg ich sowas her? So. Ich hätte gern. Dann reiße ich hier drin mal die Wand ein. Oh, da hast du aber einiges zu tun. Das ist gerade die eine Wand. Mehr ist das nicht. Ich muss Ich da hätte noch mich gern. später ein Dach aufsetzen.
wissen, wo wir denn Ich solche würde Sachen gerne wissen, wie herbekommen. man denn die Blöcke da oben macht. Also das Dach. Wie man das denn herstellt. Das scheint Stroh zu sein, oder? Ja, hast du denn Und schon irgendwas gesehen? ich kann mal hier durchblättern Das hier. gleich. Ja, Strohblock. Wir bräuchten dafür Weizen. Dann kriegen wir zwei Strohblöcke. Okay. Ja, das Das ist schon könnte mal unser gut zu Dach auf jeden wissen. Fall. Oh. Ja, Dach brauchen wir sowieso. Und Weizen haben wir derzeitig noch hier draußen auf dem Felde. Hast du gerade die Fackel aufgesammelt? Ja. Magst du die an die eine Wand reinsetzen, bitte? Bitte Unten schön. hier. Ich habe jetzt die da hingesetzt, dass du Ja, oder da. erstmal ein bisschen Licht hast da bei dir in der Wohnung. Ja. Ich wollte Was mich brauchen gerade wir noch? um meine Truhe kümmern, weil mein Rucksack wird so langsam voll. Weil so haben wir hier noch mal ein bisschen mehr Platz drin. Und Falsch. ich will, dass du die andere Muss Seite hier. halt auch noch mal erweitern dann. Dann kannst du hier nämlich die Schmiede und die Werkbank einbauen. Okay. Das muss man nicht im Forum sein, finde ich. Verstehst du? Ja. Ich setze hier schon eine Truhe für uns hin. Ich glaube, die scheint auch relativ voll zu werden. Was sind das hier eigentlich für Steine? Das würde ich gern mitnehmen. Das würde ich gern hier lassen. Was tue ich da rein? Wir können noch ein paar. Ach, Ich kann noch eine okay. Truhe herstellen. Ich stelle noch eine her. Ja. Sicher ist sicher. Ich nehme erstmal die andere, die hier halt schon steht. Da schmeiße ich gerade meine ganzen Edelsteine rein, soweit die reinpassen. Da ist noch ein. Ach, da Weil vorne. das Ding hat nicht wirklich viel Hier Platz. vorne. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Ja. Du hast den Stein hier aufgesammelt. So. Der hier lag. Was war das denn für ein. Da ist er. Pupp. Danke. Nun scheint Ich es wollte jetzt sehr. nur stanzige Block. Ich wollte gerne wissen, was das für einer war. Hier mal Aber vom Muster siehst du das ja nicht so die wirklich. Edelsteine rein. Wir haben hier noch eine Tür. Ja. Mobiliar. Ich muss mein Werkzeug gerade mal reparieren. Hier scheint noch ein bisschen noch Mobiliar zu sein. Immer wieder mehr Materialien. Ich weiß nicht, wohin Ich mache damit. hier auch ganz anderen Boden rein. Stau das Weil ganze Zeug mal. ich mag den Erdboden hier doch nicht. Sieht nicht schön aus. Was haben wir Oder? denn hier noch? Ich lasse dir gern alles hier frei. Du hast die freie Hand. Ja. Wir müssen uns halt einrichten, weil wenn wir wirklich in diese Welt gestrandet sind, Dann sollten wir oder in uns einen diese Platz suchen. Welten und vielleicht nicht mehr wirklich zurückkommen, Und dann werde ich mich mal ums Feld müssen wir kümmern. es uns auch schön machen, obwohl wir hier halt viele Monster haben. Glaube, das Irgendwas wird unser Schönes müssen wir uns halt trotzdem aufbauen. kleines Problem sein. Ja. Auch die können wir bewältigen, die Monster. Was habe ich denn Na, hier dann noch? kann man hier auch alt werden und sterben. Nein, das will ich auf jeden Fall nicht. Alt werden und sterben. Ja. Ich meine halt, wenn wir nicht zurückkommen. Nein, ich will zurück. Um jeden Wenn wir Preis. nie zurückkommen würden. Das ist halt die Frage. Der Preis wird sein, dass wir Vielleicht, zurückkommen. laut was ich auf der Karte gesehen habe, es gibt's auch so einen Boss. Frage ist, die Welt ist halt riesig. Ob wir Weiß wirklich sie. erstmal, weil ich hier habe da noch einen gesehen, eine Bosswelt. Ob wir halt erstmal alle Welten machen müssen, Und dann, die Bosse töten müssen, dass wir hier wegkommen. das hoffe ich sehr sogar, und das wäre wunderbar. Ich will in meine Welt zurück. In Ja. meine wunderbare, sichere Welt. Bekomme ich das denn her? Das müssen wir. Aber wir schaffen das schon alles noch. Das hoffe ich, das hoffe ich.
Nur wie Ich ich das hier so benutze sehe. schnell deine Bank. Gerne. Die ist ja für uns beide da. Ja, ich habe doch eigentlich meine eigene, aber ich Nachbarschaft. nutze gerne deine auch. Ich habe unfreundliche Nachbarschaft gefunden. Und ich habe ein Portal bei uns in der Nähe gesehen. Ja. Also noch eins. Noch eins. Oh. Wir Das, was ich brauchen suche. später noch Eisenbahn, um die Werkbank nochmal zu erweitern, ne? Ja. Ach ja. Und du hast du auch so ein Rezept gehabt für flinken Heiltrank? Genau. Hast du zufällig auch Eisrose und Sesaphirstaub gefunden? Genau. Dann würde ich sagen, kann man die Quest damit abschließen. Ich stelle mal bei mir hin, ja? Genau. Ist sie bei dir eigentlich auch mit abgeschlossen? Ja, genau. Okay. Das ist super. Hilfe, Nur. ich steck fest, ich kann mich nicht bewegen. Warte, ich helfe dir. Ach so, jetzt. Hat's geklappt? Was war das denn? Ja, ich kann mich doch bewegen jetzt. Wo warst du denn wieder unterwegs? Okay. Oh, hier sieht's ja schön aus schon mal. Aber ich habe halt gesehen, ich kann den Boden gar nicht herstellen. Was fehlt dir denn, wobei ich dir helfen kann eventuell? Die Werkbank hat das halt nicht. Ich kann nur grauen Beton, veredeltes Holzblock, veredelter Rückerholzblock Was herstellen. brauchst du denn? Steinziegelblock? Ja. Hier in dem Ofen kann man das herstellen. In den Ofen. Im Ofen kann man das herstellen, sage ich gerade. Okay. Ach da. Ja, danke. Dann Ich hilft das mache auf ein jeden Fall bisschen weiter. was, das dauert jetzt einen Moment, aber du machst, erkundest ja eh nochmal. Ich erkunde gerade hier und schaue, dass ich eventuell ein Das ist eine bisschen was gute weitermachen kann. Idee, was du gemacht hast. Ich habe auch nochmal so eine Flagge, dann kann ich, setze ich meine daneben. Dass das unser Gebiet ist. Dann sieht das halt auch schön aus. Dass wir vielleicht ein Zeichen geben können, dass wir hier sind. Ja. So. Holz. Dann musst du halt später aber noch mal deinen Schießstand woanders hinsetzen. Gar kein Problem. Ich habe ihn jetzt Weil nur das dahin. halt im Eingang ein bisschen blöd Aber aussieht, ich dass kann das im gerne Weg ist. vom Bett aus spielen. So aus Langeweile. Kannst du auch. Ich mach den Busch mal weg, der braucht ja auch nicht im Weg Kleine. stehen. Hallo Nick. Ja, das kann man halt sich auch noch drum kümmern alles. Sehr. Es ist ja nicht Ich der lasse Anfang. fertig. Oh, er ist fertig. Das ging schnell. Der Ofen ist halt, ist aber ein bisschen flink. Ich versuche mich gerade an zwei Dingen. Denn der In Bogen, den welche? ich habe. Oh. Hallo? Hallo? Hilfe. Das ist genauso wie in Hilfe. den anderen Welten. Ich verbaue mich gerne. Hilfe. Hallo. Hallo? Ah. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Das hatte ich auch eben. So ein komisches Gefühl. Standst du hier, Amy, und konntest dich nicht Nein, ich bewegen? stand hier vorne an meiner Bank, konnte mich nicht bewegen. Okay. Ja, das Ob hatte ich ich da auch einmal kurz das festgehalten worden bin Problem. von irgendwas. Irgendwas, was mir vielleicht was sagen wollte. Das Nur was ich kann sein. gerade hier probiere, ist vielleicht, dass ich was machen kann. Ja. Hast du was? Sprich dich aus. Mir eine neue Waffe herzustellen. Achso. Schau dir das schöne Ding mal an. Garisto, schau. Hui. Warte. Kann man hier richtig ins Licht, dann Zu kann man meiner besser behalten. vorigen Kleinbogen habe ich mich an Ich meiner neuen muss. Waffe dran getüftelt. Ich muss halt auch noch eine Schmiede herstellen. Dann kann ich das auch noch mal bei mir machen. Ich würde gerne noch mehr sehen. Ich brauche wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich von den Rubinen genug oder von den Kupfer genug habe. Es ist eindeutig besser. Eindeutig besser. Ich Ja. komme mit weniger Problemen hier durch. Das ist doch schon mal etwas. Ja.
Sehr, sehr, sehr. Das war ein falscher Block. Muss mal gucken, was ich hier für Blöcke habe zum Setzen. Ich glaube, diese Holzstufen, die hier drin sind, oder Holzblöcke, tausche ich halt auch mal aus. Nur pass auf, dass das Haus nicht einstürzt. Nee, nee. Ich glaube, das passiert auch nicht. Wir wissen Was nicht, ist was hier mit noch alles dem... uns erwartet. Wie sieht das denn aus? Ich gucke mich gerade hier so um. Und wie gesagt, ich sah jetzt das zweite Portal bei uns in der Nähe. Kann man von den Ruinenblöcken auch welche herstellen? Bestimmt. Ruinensteinblöcke. Dafür brauchen wir aber Erde und Basaltsteinblock. Das habe ich noch nicht Ich habe gesehen. gesehen, wir können hier in der Welt auch nachschauen, was wir denn für Sachen finden können. Über die. Wir können halt Ruinen abbauen, das ist das ja. Genau, und die haben wir hier in Wir der haben Nähe. hier halt relativ viele Ruinen. Und das sieht schon mal schicker aus. Das sieht auch schick aus. Ich muss mir aber gleich nochmal Steinziegel weiter herstellen. So. 24 waren zu wenig. Ich habe mir Hätte ich nicht jetzt gedacht. um noch was drum gekümmert. Jetzt sollte ich ein bisschen mehr Vorteil gegen alles haben. Ich stelle jetzt mal 100 her. Dann haben wir immer noch mal was übrig, wenn wir noch genug davon haben. Okay. Da ich ja halt auch noch mal eigentlich in die andere Richtung hier noch mal reinbauen wollte. Wie sieht Um das das aus? Das ist nicht viel. Ich bin nicht mit der Hand abbauen. Das tat ein bisschen weh. Ich habe den Block eben mit der Hand Ja. abgebaut. Ich sehe das. Ja, die Tische und Stühle oder die Bänke können wir auch nochmal umstellen später. Ich glaube, wir können uns sehr, sehr gut einrichten hier, weil das hilft auf jeden Fall. Das machen wir auch alles. Wäre ja blöd, wenn wir das nicht machen würden. Nein. Und solange wir nicht weiterkommen, können wir hier schön uns hinsetzen. Das stimmt. Schau, schau. Der Ofen, der brennt noch. Ich habe hier gerade was aufgesammelt. Ja, kannst du in eine Truhe packen, weil ich habe Oder ich gerade leg's dir genug da hin. Zeit. Ich habe hier noch ein bisschen Holz zusammengefarmt für dich. Ich glaube, das hilft doch sehr. Ja, aber ich reiße ja ab und dann baue ich ja wieder auf. Okay. Pass auf dich auf, wenn du da alles Ja, niederreißt. es sind ja nicht mehr so starke Gegner wie nachts da gerade. Nein. Und ich kann mich auch Deswegen, ups. sehr gut wehren hier. Kein Problem. Wenn du noch ein bisschen Holz brauchst, sag Bescheid. Ich kann mich darum kümmern. Ja, mache ich. So. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin gerade draußen und kümmere mich um unsere kleinen Freunde und Nachbarn hier. Okay. Nur ich würde mich gleich gerne noch etwas hinlegen nach dieser Reise. Wird auch meine Ja, Kraft sehr das an mich müssen wir rumzieht. auf jeden Fall machen. Ich bin auch schon etwas erschöpft. Ich sah, wir haben nur ein Bett und ich sah in einem verlassenen Haus noch ein weiteres. Ich würde mir das holen und dann würde ich sagen, Ich sollen wir uns dann für ein paar Stunden war der hinlegen? Meinung, dass ich eigentlich eins abgebaut hatte, aber habe ich nicht gemacht. Ich bin sofort bei dir wieder. Da merkt man, wie kaputt ich jetzt schon wieder bin. Wie verwirrt. Das ist nicht so schön. Nein. Wir sollten darauf sehr Acht nehmen. Hier sind nur Ja. kaputte Betten. So, erweitert habe ich das jetzt alles. Mit einem kaputten Bett möchte ich gerne nicht schlafen. Nee, das stimmt. Doch vorher sowas gesehen. Nur wo? Wo sah ich So, ein Bett? dann ziehe ich hier nochmal kurz den Boden rein. Oh.
Besucher hinter mir. Die Pflanze, die möchte gegen mich nicht mehr kämpfen. Den reiße ich jetzt nicht raus, oder? Oder brauchst du noch ein bisschen, bis du da bist? Ja, ich guck gerade bei Karl-Heinz. Vielleicht kann ich ihn überreden. Nein, Karl-Heinz, okay. Sein Bett, das. Ich traue mich zu diesem Mann nicht rein, der ist sehr gruselig. Er ist gemeint zu uns, dann sind wir gemeint zu ihm. Nein, ich traue mich zu diesem Mann nicht. Doch, machst du schon. Nein. Er kann sich ja nicht wehren. Ach, die Betten hier, die du sind bist alles halt nicht so die richtigen Betten. Stärker als er. Das sind alles oder nicht so gehen Betten. Die Betten kaputt, wenn du die abbaust? Nein, nur sie sind alle kaputt. Sie sind okay. Das Gestell ist kaputt, da kann man sich nicht reinlegen. Ich hatte aber auch noch Heile gesehen. Es macht nichts. Ich kümmere mich um. Vielleicht, ja, aber vielleicht das ist ja auch nicht wirklich heil hier wieder. Nein, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, nur. Hast du das? Nein. Ich leg mich auf die Bank, Garisto. Ich leg mich auf die Bank für heute Nacht. Ja, es ist aber blöd eigentlich für dich, aber gut. Nein, ich mache mir jetzt hier noch eine Decke. Da muss ich eben noch ein bisschen Baumwolle mitnehmen. Oh, hier haben wir noch einen Baumwollstoff. Dann mache ich mir noch welche, ja, und decke komm. Mich damit zu. Ich mache mich gleich und dann wir legen uns hier einfach auf den Boden. Sonst leg du dich ins Bett, ich bleib noch ein paar Stunden wach, lies die Bücher und dann wechseln wir uns gleich ab. Ja gut, oder machen wir das so. Machen wir das so, ich halte die Wache in der Zeit. Ich mache die Tür zu. Ja. Und dann halte ich Wache über Nacht. Würde ich wünsche sagen. Wünsche ich eine gute Nacht. Dir wünsche ich auch eine gute Nacht und wir sehen uns gleich. Wir sehen uns nachher.